Also wir werden hier links starten und wenn alles gut geht, kommen wir noch da wieder raus. Oh, ja. Diesel man for this place. Also bitte, diesen Ort, den sollten Sie sich merken. So, for the glacier for the next 300 years. Ja, das bedeutet, dass diese vulkanische Asche für die nächsten 300 Jahre. Older the layer becomes, and also more compressed. Ja, und das heißt, je älter, also je weiter wir in der Zeit fortschreiten und je tiefer wir gehen, desto älter ist der Schnee und desto komprimierter ist er dann auch. So these 6 to 8 meters, when they are compressed or completely dense ice, it's only about 8. Ja, ich stehe in der vollkühlen Gletscherhöhle. Über mir sind 15 Meter Eis, vor und hinter mir sind unendlich viel Eis. Zweitgrößter Gletscher Islands. Wir sind durch so eine Tunnelröhre rein und haben jetzt 5 Minuten Zeit, uns hier mal umzusehen und Bilder zu machen und die Leute ins Gesicht zu blitzen. Tolle Idee. Aber es ist voll Lärm, also echt super. Ja, heute ist der 2. September, der 19. Tag unserer schönen Reise. Ich war heute auf einem wunderbaren Ausflug in Thingvellir auf dem Gletscher in der Eishöhle. Tolle Eishöhle, hätte ich nicht so gedacht, dass das so klasse ist. Ich hatte eher an so eine Grotte gedacht mit ein paar Eiszapfen, aber es war ein richtiges Labyrinth unter Eis, ziemlich super. Dann noch bei super Wasserfällen und einer sehr lustigen heißen Quelle großen Spaß gehabt. Jetzt wieder an Bord und mal sehen, was morgen kommt. Ja, heute ist der 3. September 2017, Tag 20 unserer wunderbaren Reise. Hinter mir seht ihr ein bisschen vom Atlantik und ein bisschen Glitzern von der Sonne. Die versteckt sich noch im Buchnebel oder auch schon wieder im Nebel. Wir wissen das nicht so genau. Hildegard und ich kommen gerade vom Essen. Mittagessen war sehr lecker, wie immer. Jetzt ist noch die Herausforderung, die Malakoff-Torte heute Nachmittag zu umgehen. Das ist nämlich Wiener Kaffeezeit. Hildegard wird da gerne hin, soll sie auch gerne machen. Aber ich freue mich lieber auf das Original Wiener Schnitzel heute Abend. Da freue ich mich drauf. Ich mag gerne Schnitzel. Ich mag auch Schweineschnitzel Wiener Art mit meinen Wikingern, aber das ist ein anderes Thema. Wir verbringen einen wunderbaren Sonntag ganz ruhig, ganz entspannt hier an Bord.
am Island hinter uns, steuern auf Schottland zu. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten, aber es ist super. Ich entspanne mich, ich genieße es und ich freue mich auch schon wieder auf zu Hause. Und tschüss. Der 4.9.2017, der 20. Tag unserer Reise, schönen Reise. Ich stehe auf dem höchsten Punkt, den Passagiere erreichen dürfen, auf Deck 9. Nachdem es schnell gestürmt und schlechtes Wetter war, hat es heute Mittag tatsächlich ganz schnell aufgeklärt. Wir sehen hier, da, wenn man sehen könnte, da hinten die schottische Küste. Im Tele habe ich sie schon gesehen. Ich fahre jetzt gleich zwischen den Orkneys und Schottland durch. Ich habe noch nicht raus, wie diese Passage heißt. Dann drehen wir rechts ab in die Nordsee und sind morgen früh in Edinburgh, Rosshide. Da ankern wir. Da gibt es die schönste Eisenbahnbrücke der Welt, Stahlbrücke. Mein Bruder Anselm hat einen riesigen Spaß daran. Und heute gibt es noch ein kleines Gala-Dinner und einen Dankeschön-Abend und überhaupt. Und wir freuen uns drauf und schauen mal, was morgen wird.